Also ich will auf jeden Fall diesen Wagen da vorne hochjagen. Sag mal, Robi, komm mal her. Ja, das ist ganz gut, dass du so. Ja, und von Junk, das ist nämlich super. Pass auf. Hier mal das Puff-Out auch. Ach, ist das wunderschön. Können wir gleich noch weiter looten. Ein Dreieck. Ach so, das ist vom Billard. Ja. Muss man ja erstmal wissen. Hier nimm mal eine Gabel, Digga. Glas, Krug. Große Whiskyflasche. Ich bin mal gespannt, wie viel ich ihm ins Gepäck stuhlen kann. Er sagt nö. Mhm. Guck mal, 6.011 Kronen kommen. Ja. Leere Whiskyflasche, Maulwurfsrattenfleisch, Medex, Metallgürtel, Milchflasche. Warum habe ich eigentlich die Minigun nicht repariert? Das mache ich gleich mal. Aha. Okay. Nö, also das war's dann wohl. Hier hast du noch eine Spielkugel, Digga, und eine Stange Zigaretten. Wischen, was geht ja noch? Nö, aber das war's dann auch. Aber das heißt, wir haben schon wieder, oh, wir haben fast 80 Tragepunkte frei. Ach, es ist so wunderschön. Ja, dankeschön. So, dann lass uns doch mal Minigun, Minigun. Ich repariere die Minigun. Hol mir dann das Gleisgewehr, denn das ist nur halb so schwer. So. Huch. Da ist etwas mehr in die Luft gegangen als ein Auto. Ich hab's irgendwie geahnt. Huha. Ja. In der Honk Army geht das noch viel besser. In Honkreich. Honkreich. Ja, die haben da wahrscheinlich hinter dem Auto gecampt und ich höre einen Kopter. Die Enklave ist mal wieder im Anflug. Haha. Oh, der brennt. Ui. Wow. Da vorne geht's aber richtig ab. Hui. Ui, ui, ui. Oh, 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 oh. Ich habe gerade eine schwere Verletzung abgekriegt, wie es aussieht. Robi, Robi. Boah, Alter. Halt mal. Ich muss das mal anders machen. Das ist ein Supermutant Overload. Das war ein Überlord. Alter. Warte mal. Dreistahliges Lasergewehr. Komplett repariert. Doch, wir können dich aufhalten. Pass mal auf. Ich habe gerade deinen Überlord da unten. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade
wenig rede, aber ui. Höllenfeuer in der Enklave, Rüstung der Enklave. Alter Schwede, hast du das gerade gesehen, was hier für eine Schlacht stattfand? Na Kollege, alles gut? Alter, nee, hier waren ja doch sicherlich noch mehr von den von der Enklave. Da schau mal, da haben wir auch noch eine Minigun. Minigun. Alter, wir werden hier niemals alles mitkriegen. Okay. Ja, oh, und ich trinke gar nichts. Wenn ich mal wüsste, wie viel wir aufgenommen haben, hoffe ich, krieg das irgendwie geschnitten. Wie sieht's eigentlich in den Statistiken aus mit unserem Aufstieg? Ja, das wird noch ein bisschen wandern, wollte ich gerade. Okay, Gegenstände. Wir versuchen mal hier unser Bestes zu tun, noch ein bisschen. Da, ja, das ist gut. Mhm, dann sind wir schon wieder am Start. Minigun, yo. Plasma-Gewehr. Ja, geht noch ein bisschen was. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen Verschwendung teilweise, was ich hier mache, aber. So. Kleidung. Höllenfeuerrüstung der Enklave. Brauchen wir, wenn wir irgendwelche Feuergeschichten haben. Weil die hat Feuerresistenz, wie du siehst, ne? Während Tesla hat Strahlungsresistenz und so weiter. Und ich glaube gegen E-Waffen auch. Und ja. Und hast du gesehen, ich habe den Helikopter ein bisschen in Brand geschossen. Boah, Alter. Ein Plasmagewehr? Also muss hier auch ein zugehöriger Enklave-Soldat eigentlich irgendwo liegen. Manchmal würde ich mir ja wünschen, dass die lootbaren Körper vielleicht irgendwie so eine leuchtende Outline hätten. Hier ist nichts drin. Schade. Ja, also von den. Wow. Ui, vorsichtig, Robby. Ich hab's doch gewusst. Ja. Ich hab aber nichts abgekriegt. Nur ein bisschen radeln. Ah, wir ziehen mal hier durch, komm. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie ran. Sieht aber nicht danach aus. Entschuldigung, wenn ich hier sehr still bin. Stiller als sonst zumindest. Alter, ist das hier eine Todesfalle hier unten? Höllenfeuer. Aber wirklich, hier ist. Hier geht das reinste Höllenfeuer ab. So, hüpf über die Zugmaschine. Vielleicht finden wir ja am helllichten Tag, es ist ja ein bisschen heller geworden. Ah ja, da ist er doch, unser Freund, der Enklavensoldat. Und weißt du was, da können wir gleich mal hergehen und die Höllenfeuerrüstung mal reparieren. Wie gesagt, die wird uns zu Pass kommen, wenn irgendwo es eher feurig losgeht. Das kommt mir hier bekannt vor, Freunde. Akupa Joe gibt es allerdings überall. Muss gleich mal auf die Karte gucken. Weil ich habe einen Verdacht, wo wir hier sind. Oh ja. Okay. Okay. Hier spricht sehr viel dafür, dass der Honk schon mal hier war. Denn der Honk lootet alles leer. Ich erinnere mich an irgendwas hier ganz. War es nicht hier? Warte mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Weltkarte. Wo wir uns denn direkt befinden? Alter.
Wir gehen hier ins ganz Unerkundete. Hier irgendwo waren so heftige Schlachten letztes Mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Geschäft. Kann ich mir eigentlich gar nicht leisten, jetzt hier reinzugehen, weil, also nicht, dass ich kein Geld habe, um im Geschäft was zu kaufen. Ja, also wir können zumindest die Dinge mitnehmen, die wenig wiegen und die vielleicht wichtig sind. Na, Robby, wie geht's dir? Haben wir gut gemacht, ne? Oh, Mentats. Warum kann ich diese Puppe nicht mitnehmen? Briefbeschwerer. Computer. Terminal. Okay. Schnellspeicherstand. Ich muss bald mal eine Pause machen. So in 9 bis 10 Minuten. Und dann werde ich mal gucken, wie viel wir insgesamt eigentlich schon an Aufnahme haben. Panicked. Das ist mir eben so gegangen. Realized Transfer. Criminal captured. Ich nehme mal Panicked. 2. Korrekt. Realized. Oh, habe ich mir schon gedacht. So. Alles klar, komm her. Wahrscheinlich ein Safe. Ja, muss ein Safe sein. Wo ist er denn dann, der gute Safe? Da hat eben was geleuchtet, als wäre da ein Nuka-Cola Quantum. Oder ich habe schon Stealth Boy Kronenkorken. Dann mal das mal ein bisschen Licht machen. Das war wohl mal ein Bekleidungsgeschäft. Einzelhandel vor Corona. Ja, dann war nur noch Scheuse. So, Puff Out. Ja, also gar nicht so schlecht hier. Ja, oh, guck mal, 2 Stimmpacks. Da hätte ich mich ja mal wieder, ne, wenn, da hätte ich mich angeschrien, wie ein Supermutant. Wenn ich das übersehen hätte. Boah, fuck, Moment, halt, stopp. Ah, geh aus dem Weg. Halt. Das sieht mir doch verdammt aus wie wieder unsere Freunde von der Enklave, ne? Unsere ganz speziellen Freunde. Okay. Ach, könnt ihr. Nö, Supermutant. Aber da war eben ein Gatling-Laser. Das ist normalerweise kein... Supermutanten haben keine Gatling-Laser. Chinesisches Sturmgewehr. Ich sollte mir nicht... Oh, ich höre schon wieder... Ich höre schon wieder unsere Freunde von der Enklave mit ihrem... Vertibird herumeiern. Digga. Gatling Laser? Wer hat hier einen Gatling Laser? Welcher Supermutanten-Überlord? Unser zweiter heute. Der hat einen Gatling Laser? Normalerweise haben die doch nur ein dreistrahliges, so wie ich. Sind aber auch kacken hässlich, ne? Die Vögel. Schmeißt er jetzt mit... Ich will den Gatling-Laser haben. Boah. Alter, ich erinnere mich dran. Ja, ja, das ist hier eine ganz heiße Ecke im wahrsten Sinne des Wortes. Ui. Ich glaube, ich brauche erstmal irgendwas Entspannendes gleich. Ehe wir hier mit dem Quatsch weitermachen. Ich will mir nur den Super Oberlord angucken und dann reisen wir mal zum Verkaufen. Ruhe. Gatling Laser. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht mal, ob ich den letztes Mal hatte. Oh, ich bin hier so abgerutscht, Digga. Ne? Ich glaube, ich muss gleich erstmal was wegschmeißen.
wenn das so weitergeht. Waffen. Kann ich denn dieses Chinesische hier nochmal reparieren? Boah, immer noch viel zu viel Kram. Ich werde auf keinen Fall den Gatling Laser wegwerfen. Kannst du das verstehen? Dann schon lieber einen Superhammer. Muss ich das denn? Was ist denn, wenn ich ein Nagelbrett wegwerfe und noch ein Nagelbrett? Haben wir noch drei? Aha. Entschuldigung, ich bin nur gerade ein bisschen... Ich werfe einen Superhammer weg. Ist mir vollkommen egal. Ich muss jetzt hier weg. Sonst zerlegt es uns hier und dann verlieren wir alles, was wir haben. Jetzt ist die Frage... bringe ich uns nach Megaton? Megaton hat einiges... wir müssen übrigens... Sie können sich nicht schnell fortbewegen, wenn Feinde in der Nähe sind. Was? Kann ich hier runter ohne Aua? Ja. Kann ich jetzt? Digga. Ja, die Gegend hier ist krass. Hannibal beim Denkmaltreffen. Das machen wir gleich mal. Hui. Moin. Gatling Laser. Ich muss mal kurz gucken. Dreistrahliges Lasergewehr. Also, der Gatling Laser verursacht Schaden 89 und schießt unglaublich schnell. Haut aber Elektronenteile weg. Mein dreistrahliges Lasergewehr. Ja, 67. Also Gatling Laser ist fetter. Wiegt 18. Boah, wiegt das Doppelte vom... Weißt du? Das nehmen wir aber nicht alles auf einmal mit. Glaubst du mir das? Das nehmen wir nicht alles auf einmal mit. Wir gehen jetzt erstmal ins Haus. Bringen die Crafting-Artikel weg. Und etwaige Schätze. Moinsen. Ein bisschen... Oh, Alter, ist das laut. Digga, ich... Vielleicht hätte ich ja auch diesen ganzen Quatsch hier mal... Ne? So... Nee, ich versuche hier nur rauszukriegen, was wir hier allen unter Umständen an Crafting-Materialien bei ihm im Inventar haben und schätzen. Aber ich sehe gerade mal nicht so viel davon. Alter, dieses Mausrad macht mich wahnsinnig. Zuckerbomben, her damit. So, der Rest ist Verkaufsmaterial. Ja, also Wattsworth fragte mich ja eben gerade, ob alles nach meinem Geschmack verläuft. Ja, schon, aber es könnte generell ein bisschen, sagen wir mal, entspannter sein. Ich werde mal den Gatling Laser erstmal gleich in unseren Kühlschrank packen. Und die Höllenfeuerrüstung ebenfalls. Alter, dieses Mausrad macht mich wahnsinnig. Weil man kann sich nie darauf verlassen, dass das auch mal funktioniert. Ach, Schmuck, Schmuck, immer wieder zurück. Ey, echt, ich krieg ja einen Anfall. So. Und deswegen bleibt auch immer irgendwas im Inventar, das da gar nicht reingehört. Wir haben gar nicht so viel Craft-Material. Das hatten wir alles schon erledigt. So.
Guck mal, so viele Power-Rüstungen. Digi, okay, pass mal auf. Jetzt. Gatling-Laser. Den würde ich nämlich eigentlich auch ganz gerne reparieren, bevor wir ihn in Einsatz bringen. Hier, Höllenfeuerhelm der Enklave, Höllenfeuerrüstung der Enklave. Ich glaube, ich werde die Power-Rüstung auch später verkaufen, einfach. So, ich denke mal, das war das. Und dann haben wir noch Zuckerbomben für oben. Und dann heißt es riesengroße Verkaufssitzung. Die arme Moira wird mal wieder weinen, weißt du das? nee, nicht von dort nach dort. Ich habe wieder die Seiten verwechselt, beinahe. Das könnte dann mal ganz schnell ärgerlich werden. Sag mal, seit wann ist ein Ö eigentlich nach dem Z im Alphabet? Naja. Umlauts, ne? Umlauts. ja, tschüss von zu Hause. So. Ja, wir gehen einmal kurz. Ich weiß, wir haben nicht viel für Walter. Eine Stunde, eine Minute. Da es vorhin so 18 Minuten waren, hau ich mal jetzt noch 2 Minuten drauf. Da können wir noch dem Walter was bringen. Dann gehen wir noch einmal kurz zum Moira-Schmoira. Und dann muss ich die nächste Session dann schon wieder mit einer Verkaufssitzung beginnen. Moin Walter, schön, dass du draußen bist. Na, rauchst du wieder dein Metallrohr, Digga? Ja, ja, nehmen Sie einfach alles Altmetall, das ich habe. 10 Kronenkorken. Ja. Windtrop kriegt von mir gar nichts momentan. Steck mal die Wumme weg, sonst passiert hier ein Unglück. Ich denke, Moira Schmoira wird nicht genügend Kohle haben, um uns zu bezahlen. Aber das macht mal nichts. Ausrüstung reparieren. Heckenschützengewehr. Und 44er Magnum. Fertig. Und Angebot. Du darfst mir mal die verkaufen. Und die. Und dann noch die. Und Elektronenladeteile sind die Munition für diese. Für die Gatling. Die kaufen wir jetzt auch mal. Mikrofusionszellen kaufen wir auch immer wieder. Und Stimmpacks. So. Ja, wir werden hier reich und deswegen können wir uns das leisten. 10 mm Schuss geht in die Grütze. Ameisenfleisch. Ich sag's jetzt mal nicht so, sonst fliegt mir die Stimme auseinander. Ah, ja, ja, ja. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt mitten in der Verkaufsrunde jetzt eine Pause. Meine Stimme bricht gerade mal wieder ein. In der Küche steht noch ein Kaffee. Der ist wahrscheinlich schon kalt. Und hier kann man gut schneiden. Also, dann bis morgen.